13,5 Grad Celsius? 13,5 Grad! Ein ganz normaler Tag in Köln. Kevin kommt genervt von der Schule nach Hause und will sein Lieblingsspiel zocken, für welches er mit seinen 10 Jahren noch zu jung ist. Aber er spielt es trotzdem, weil, Zitat, YOLO. Boah, Mann! Weil YOLO, hä? Fortnite hat doch gar keine Altersbegrenzung, oder? Ey, diese scheiß Schule ist nervig. 3 Stunden Schule ist schlimmer als 8 Stunden arbeiten oder so. Scheiß drauf, ich zocke. Ja, wenn du aus der Schule raus bist, sagst du was anderes. Jetzt erstmal eine Runde Fortnite, Alter. Ich bin schon fast so gut wie Revi. Weltmeisterschaft. Ich bin schon fast so gut wie Revi. Perfekt. Bald erster Platz, Mann. Du bist auch schon früh zu Hause. Ja, ja. Zu Hause, früh zu Hause, weil Schule war kurz. Lass mich doch, Alter. Früh zu Hause, weil Schule war kurz. Ach, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hast du auch ordentlich gelernt. Ja, ich gelernt. Und wie sieht's mit Hausaufgaben aus? Mach ich später, Mann. Hausaufgaben. Nichts später. Ich hab dir schon immer gesagt. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Digga, bist du dumm? Das war ein Arena-Spiel. Weißt du, was das heißt? Das hättest du nicht einfach rausziehen dürfen. Das ist gefährlich. Das Arena oder dein Fußballspiel nicht. Mach deine Hausaufgaben, dann kannst du spielen. Was für Fußball, Mann. Du bist so ein Idiot, Alter. Du checkst gar nichts. Du hast so viel Plan von dem Spiel wie Dieter Bohlen vom Coinmaster, Mann. Okay. Alter. Hallo. Wie Dieter Bohlen vom Coinmaster. So eine coole Socke. Der Dieter ist eine coole Socke. Wer kennt nicht die coole Socke, die bei DSDS in der Jury sitzt? Saß. Hallo, das ist richtig schlimm. Zuerst war der Capital Bra süchtig, dachte er wäre Gangster-Rapper. Jetzt denkt er wäre Profi-Zocker und ist Fortnite-süchtig. Ich verstehe das nicht. Ist alles kunterbunt und das sieht einfach nur schlimm aus. Wisst ihr, was für ein geiles Spiel es gab? Pac-Man. Das war das beste Spiel. Früher, ja. Da war alles besser. Derselbe Abend. Die Situation entwickelt sich immer mehr in eine eskalative Richtung. Kevin! Headshot! Mach mal leiser! Headshot, Jungs! Alter, hochbauen! Alter! Ja, so schrei ich auch ständig rum. Headshot, Jungs! Headshot, Jungs! Was redest du denn da? Mach mal leiser! Ich will lesen! Also, ja, ich hab schon Headshot, langsam mach ich mir echt Sorgen um diesen Jungen. N32, komm, hey, Jungs! Headshot! Ist nur Kevin, Fortnite. Das reicht jetzt mit dem Spielen. Wenn du so viel spielst, dann endest du noch wie Onkel Peter, der alles verspielt und dann auf der Straße landet. Was für Onkel? Das war auch dein Glücksspieler. Onkel Peter, bist du übergeschnappt? Ich muss in die Zone. Gib mir den Controller wieder, Alter. Nix Zone. Hier gibt's nur eine 30er-Zone. Selber 31er, Mann. Ich muss da rein in den Sturm bei meinem Spiel, Mann. Du solltest lieber aufhören zu spielen. Ich muss da rein im Sturm? Heute ist genug. Scheiße. Sollte man nicht eigentlich vor den Sturm abhauen? Ja, man kann es ja mal andersrum probieren. Scheiß mal auf genug, Mann. Scheiß mal auf die Zukunft. Ich hab schon vorgesorgt. Scheiß auf deinen Onkel Peter, Mann. Guck, ich bin jetzt ein Investor. Weißt du, wie viel das wert ist? Puble. Soll das jetzt eine Anspielung auf Tanzverbot gewesen sein? Ich hab sowas von ausgesorgt, Mann. Ich fick dein Leben, Mann. Also mein Vater, der ist echt schlimm. Ich will eigentlich nur Fortnite zocken immer. Und immer wenn ich Fortnite zocke, dann kommt er und versaut mir alles. Ich gehe doch auch nicht zu ihm, wenn er ein Buch liest und reiße meine Seite raus, oder? Oh, das wäre aber mal was anderes, Alter. Geh's einfach hin und reiß eine Seite aus dem Buch. Aber eine, die ihn noch nicht gelesen hat. Der nächste Morgen. Kevin wollte sich mit einem Kumpel treffen. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, daheim zu bleiben und zu datteln. Okay. Er ruft da schon wieder an, Mann. Mike? Oh, so kein Bock auf Mike gerade. Hi, Mike. Yo, Bro, was geht ab? Wo bleibst du, Alter? Ja, Bro, weißt du, ich bin heute richtig krank geworden. Windpocken, Schnupfen, Krebs, alles am Start. Ich will dich nicht anstecken. Ja, Krebs ist auch hoch anstecken, Mann. Ja, das hört sich ja richtig schlimm an. Ja, Mann, ist es auch. Ist echt schlimm, Bro. Brauchst du irgendwas? Medikamente oder vielleicht irgendwas Warmes zu essen? Ich kann dir ja eine Suppe vorbeibringen oder so. Ich glaube, ich muss auflegen, Bro. Eine Suppe vorbeibringen. Oder nee, warte, ich komme jetzt zu dir und... Hallo? Ja. Kevin? Gegen Fortnite hast du keine Chance, Mann. Hallo? Legt der Typ einfach auf. Ja. Während Kevin zu Hause Fortnite spielt, hat sich Mike gedacht, sich als richtiger Freund zu beweisen und ihm eine warme Suppe vorbeizubringen. Hey, das ist aber wirklich ein richtig guter Freund, wenn er dir sogar eine warme Suppe bringt, wenn du krank bist. Also, das ist geil. Hä? Pizza ist da? Oh, fuck, das ist ein Mike. Das ist ein Mike. Ich hab dir ja gesagt, dass ich krank bin. Ich muss irgendwie so tun. Pizza ist da, oh, fuck, das ist ein Mike. Ja, wer kennt mich? Den Mike. Okay, so.
Das klingt glaubwürdig. Sehr glaubwürdig. Ja. Oh Mike, das ey, ich habe dich gar nicht erwartet zu sehen, Mann. Ja, ich wollte dich überraschen, weil ich hatte das auch mal. Und ich wollte einfach eine Hühnersuppe vorbeibringen. Was, hattest du das auch mal? Voll ehrenmannmäßig von dir, Mann. Danke, Bruder. Ich kann leider nicht rausgehen, weil du hörst ja meine Stimme. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber warte mal. Warum hast du ein Headset? Weil der Arzt meinte, ich habe ja kein Schall zu Hause, weißt du? Und der Arzt hat gesagt, die Schilddrüse muss gewärmt werden. Und deswegen danke für... Ich habe kein Schall zu Hause? Die Schilddrüse muss gewärmt werden? Kriege ich bei den Arzt einfach einen Krankenschein, wenn ich einen brauche? Aber warte, wie wird's? Hast du nicht in der Freundesliste? Guck mal, Fortnite. Ich habe einen Freund fürs Leben gefunden. Am selben Abend, Kevins Vater kommt nach Hause und ist... Das ist wirklich sehr nah an Hilf mir angelehnt. ...sieht unordentlich aus. Er ist kurz davor, im Kardashian-Style auszurasten. Das so lange schmeckt, okay. Was machst du denn da? Papa, ich bin am Essen. Immer meckerst du rum, immer passt jedenfalls also nicht. Das ist nicht ein Essen, das ist ein Plüschtier. Ja, das ist kein Plüschtier, das ist ein Burger. Bist du blind? Also langsam verlierst du den Verstand. Ich glaube, der hat wirklich eindeutig zu viel Fortnite gezockt. Stand. Was ist denn los mit dir? Und... Weißt du, wie spät es ist? Klar weiß ich, wie spät es ist. 13,5 Grad Celsius? 13,5 Grad Celsius? Das ist eine coole Uhrzeit, die kenne ich. 13,5 Grad Celsius. Das ist der Unterschied. Geil, Mann. Ich zock jetzt einfach, Mann. Nein. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Und schon wieder? Und außerdem, weißt du, es ja, sieht aus wie ein Fall. Frechheit, der war doch gestern erst im Bett. Ich hab dir gesagt, mach dein Zimmer sauber und dann kannst du machen, was du willst. Und dann musst du erstmal hier... Weißt du was? Kannst du mich mal am Arsch lecken? Du bist nicht meine Mutter. Aber dein Vater. Also, voll dumm. Deine Mutter war eine schöne Frau. Immer wenn ich Fortnite spiele, dann fühle ich mich richtig frei. Aha. So wie Unge damals, als er Mediakraft verlassen hat. Aber mein Vater... Jetzt kommt die Mediakraft-Anspielung, geil. Versteht das nicht. Er checkt das nicht, dass alles, was ich brauche, einfach nur ein epischer Sieg ist und ein paar nice Headshots. Mein Vater ist ein richtiger Loser. Nice Headshots. Der nächste Tag. Kevin schwänzt sogar die Schule und bleibt daheim, um seinem Hobby nachzugehen. So, eine okay. Fortnite-Burg. Mit Spielfiguren, Alter. Oh Gott, das ist voll auf Fortnite. Ich weiß noch, wo diese Karten verkauft wurden. Wir haben bestimmt immer noch. Da war auch übel der Hype, Alter. Oh, so krass, die waren überall ausverkauft. Hey, Mike! Ja. Komm rein, Mike, hey, mein Freund! Es was geht? Es ist echt gut zu hören, dass es wieder gut geht. Eigentlich gar nicht, Mann. Okay. Jetzt kommt sie wieder. Und was ist das? Weil ihr gefragt habt. Das ist Fortnite-Spielchen. Okay, bei nee, passt schon. Ich bin nur vorbeikommen, um zu sagen, die Lehrer reden schon von dir. Du hast 76 Fehltage. Und jetzt? 76? Wie zum Teufel? Na gut, Fortnite. Ist doch scheißegal. Naja, nichts scheißegal. Wenn es so weitergeht, fliegst du doch von der Schule. Wie diese Lisa und Lena. Bruder, das interessiert mich nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Fortnite. Und das habe ich hier. Ist das der Grund? Ja, warum du gestern nicht zum Training gekommen bist? Ja, das ist der Grund. Wegen einem dummen Spiel? Was für ein dummes Spiel, Mann. Keiner versteht. Alter, Spiele sind wichtig, Mann. Lebenswichtig. Seht das? Keiner respektiert mich oder Fortnite. Aber ich habe eine Vision. So wie Tanzverbot. Ey, komm mal auf den Boden der Tatsache zurück. Du hast einfach ein Rad ab. Such dir Hilfe, Mann. Ich bin ein Visionär, was checken Sie das alle nicht? Kevin entwickelt an dieser Stelle wirklich ein ganz extremes Suchtpotenzial. Das sehen wir immer wieder, dass er die komplette Realität verdreht. Aha. Und das ist an dieser Stelle wirklich traurig. So traurig wie die Tatsache, dass Justin Bieber und Selena Gomez nie wieder zusammenkommen werden. Gut, das interessiert mich jetzt natürlich sehr. Voll den geilen Arsch hat der Panda. Ich muss mir... Jetzt betrachtet der den Arsch schon. Oh nein. Den Merso-Skins holen. Kevin. Ja, was, wegen den Arsch musst du dir Merso-Skins holen? Oh, so kann man sein Geld auch verballern. Ich habe heute einen Anruf von der Schule bekommen. Aha. Du warst anscheinend nicht wieder da. Oh, was willst du schon wieder mit deiner Schule, Mann? Ich habe keinen Bock auf den Kram. Ich werde Pro-Gamer, check. Ich wollte gerade sagen, der wird Pro-Gamer. Was will der da noch mit Schule, Alter? So dumm. Du das nicht? Verdienst du schon Geld damit? Ey, du hast keine Ahnung, ich hab Talent, du verstehst das nicht. Ich hab schon 2, 3... Also eindeutig nein. Kills pro Runde und ich war schon einmal Platz 5. Das ist kurz vorm epischen Sieg. Weißt du, was das heißt? Du Loser. Also, langsam hab ich wirklich die Nadel komplett voll. Also, ab sofort herrscht hier unter meinem Dach Fortnite-Verbot. Oh, scheiße.
Mann, was soll der Scheiß, Mann? Kein Bock mehr auf diesen Laden hier, ey. Oh, oh. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Also, oh, oh. Der braucht wirklich Hilfe. Eindeutig. Also, oh, oh. Ich wollte das nicht. Er hat mich nur voll genervt. Mein Vater ist echt blöd, Mann. Ich glaube, mein Vater ist richtig dumm, weil er sieht nicht, wie viel Talent ich in dem Spiel habe. Oder er ist einfach nicht stolz auf mich, weil er neidisch auf meine Skills ist. Es sind mittlerweile mehr als 10 Tage vergangen. Doch vom Erfolg in... Auf jeden Fall ist er neidisch auf deine Skills, auf jeden Fall. In Fortnite-Ranglisten fehlt jede Spur. Jungs, es kommt gleich. Ich muss ein bisschen Holz abbauen. Holz abbauen! Oh nein, jetzt hat er die Realität verloren. Oh, oh. Das ist eine Spitzhacke, Papa, um Materialien abzubauen. Also ich wusste schon, dass dieses Spiel dich einfach dumm macht. Nein. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich 2-3 Mal als Kind fallen gelassen haben. Nein, Papa. Ich denke mal, daran liegt's. Das kann gar nicht sein. Ich muss auf jeden Fall das Spiel zocken, verstehst du das nicht? Ich mach jeden Tag Hausaufgaben. Ich werde jeden Tag mein Zimmer aufräumen. 2 Mal. Ich werde sogar, wenn du willst, aufhören, auf dem Teppich im Wohnzimmer zu scheißen. Mensch, es ist also schon soweit. Er geht schon auf den Teppich scheißen, damit er Fortnite nicht verlassen muss. Oh, oh. Ich wusste, jetzt dass ernst. Keine Hundekacke war. Ich wusste, alle haben mich angelogen. Ja, also jetzt weißt du das Geheimnis. Also bitte, ich muss es zocken. Scheiße. Oder wenigstens ein Gameplay gucken. Oder jemandem wenigstens live zu gucken beim Spielen. Ich tue alles dafür. Alles. Alles, sagst du. Alles ist ein sehr gefährliches Wort. Kevin. Aha. Oh ja. Papa, ich massiere dich jetzt seit 17 Stunden. Kann ich Pause machen? Nein, nein, unten noch, unten jetzt noch. Jetzt zockt der schon. Vater und der zockt jetzt bestimmt Fortnite. Du hast deine Lektion gelernt. Ja, ja, darf ich jetzt spielen, bitte? Jetzt heute ernst. Nicht. Ich denke morgen. Morgen? Tags. Morgen? In 3 Jahren? Oh nein. Oh. Ja. Leute, das war's. Das kann Video. Passieren. Vielen Dank fürs Angucken. Vielen Dank, dass du mein... Das war echt geil, Alter. Also, das war richtig geil. Oh mein Gott. Das war mal die beste Hilf-mir-Folge, die es auf der Welt gibt.